Das ist Albert Hofmann. Beruf Chemiker. Mit einer Entdeckung hat er die Welt verändert. Mit LSD. Jetzt ist er 100 Jahre alt. Und diese Bäume da unten habe ich gepflanzt. Und die Nussbäume und Pflaumenbäume, die sind groß geworden. Der Entdecker der ultimativen Rauscherfahrung lebt auf der Ritti-Matte bei Basel. Er liebt die Natur, deshalb ist er Chemiker geworden. Und es ist ein Stoff der Natur, gewonnen aus einem besonderen Pilz, der das Bewusstsein in nie gekannte Schwingung versetzt. LSD, für Hofmann zugleich Faszinosum und furchteinflößend. Losgelassen hat es ihn nie. In den letzten 10 Jahren hat er mit uns mehrfach über seine Entdeckung gesprochen. Begeistert hat sie ihn nicht nur wissenschaftlich, sondern immer auch philosophisch. Warum ist es etwas ganz Besonderes? Weil es unser Bewusstsein verändert. Es ist nicht immer eine gewöhnliche Berauschung. Es ist eine Bewusstseinsveränderung. Das LSD verschärft alle unsere Sinne. Und da wird die da unser Bewusstsein durch unsere Sinne geformt wird, deswegen wird dann eben durch diese andere Sicht, man sieht dann und fühlt anders und hört anders, intensiver, dann gibt es eine andere Wirklichkeit. Diese andere Wirklichkeit entdecken in den 60er Jahren Hunderttausende einer neuen Generation. Das erweiterte Bewusstsein gilt jetzt als Grundlage für eine bessere Welt. Für die psychedelische Revolution. Psychoaktive Substanzen, insbesondere LSD, stellen alles auf den Kopf. Sie möchten einen Beweis dafür, dass LSD die Dinge radikal verändert hat? Nun, Mitte der 60er Jahre waren die Beatles 4 Jungs auf der Bühne in Anzügen und Stiefeln und dieser Pilzhaarfrisur. Die sangen She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. With a girl like that. And then they went to the recording studio and Brian Epstein got some little. Und dann gingen sie ins Aufnahmestudio in der Abbey Road und Brian Epstein bringt eine kleine Ampulle LSD mit. Gewissermaßen direkt von Albert. Und sie kommen raus mit Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you away. You know, change completely. Über Nacht die totale Veränderung. Das schlug ein wie eine Atombombe. Wow, we'd been hit by an atomic bomb. Newspaper taxis appear on the shore. Die Megastars der Epoche liefern mit Lucy in the Sky with Diamonds reines LSD und den psychedelischen Soundtrack. Die Welt sieht anders aus. Alles ist in Bewegung. Das grenzüberschreitende Lebensgefühl der Zeit spiegelt eindringlich Dennis Hoppers Film Easy Rider. Die Jugend ist geboren, um frei zu sein, on the road und wild natürlich. Hier wird der LSD-Trip zur Hostie, zum spirituellen und politischen Gegenentwurf. Er ist Grenzerweiterung, Selbsterfahrung und Protest gegen das Establishment in einem. Immer mehr Leute versuchten LSD, weil es nach Spaß aussah. Statt in den Zirkus zu gehen, guckten sie sich den Bus von Ken Kesey an, der von Stadt zu Stadt tourte und LSD verteilte. Es war eine friedliche Art, die Leute zu beeinflussen. Allein das Farbenfrohe und die Freude zogen die jungen Leute an und erschreckten natürlich ihre Eltern.
it was appealing to young kids, which of course frightened their parents. Paul Krassner ist damals der Bürgerschreck schlechthin. Er tourt mit Ken Kesey und Jack Kerouac, den amerikanischen Kultdichtern, und gibt den Realist heraus, das Zentralorgan des Underground. Krassner ist Mitbegründer der Yippies und sitzt mit den Vätern der psychedelischen Revolution an einem Tisch. LSD ist allgegenwärtig. Und es prägt die Kunst der Zeit. Die Schockwellen der Bewegung wirken bis heute fort. Der Summer of Love, so auch der Titel einer aktuellen Ausstellung zu psychedelischer Kunst, ist ein Feuerwerk der Effekte. Lightshows formen Rausch, die Liebe zum Ornament. LSD löst Gewissheiten und Konturen auf. Die Welt erscheint radikal neu. In den 60ern erleben wir gewissermaßen eine Explosion der psychedelischen Drogen in die gesamte Kultur hinein. Damit einhergeht das, was wir die Revolution des Bewusstseins nennen. Die 60s markieren einen historischen Augenblick. Politischer Protest und Kunst verschmelzen zur Gegenkultur. Psychedelika sind das gemeinsame Manna einer dynamischen, vielschichtigen Gegenkultur. Es war der Beginn der Frauenemanzipation, der Bürgerrechtsbewegung und der ökologischen Bewegung, der Beginn des Protests gegen den Vietnamkrieg und der sexuellen Revolution. In all diesen Bereichen lag eine revolutionäre Wucht. Und viele der Führer dieser unterschiedlichen Bewegungen nahmen psychedelische Drogen. Das war einfach die Droge, die die Jugend brauchte in ihrer Opposition. Es war Anti-Establishment, Anti-War, Anti... Diese Gegenkultur ist ständig in Bewegung. Ihr Mekka heißt San Francisco. Hier gibt es LSD in rauen Mengen. Hippies aus aller Welt kultivieren auch äußerlich Individualität. Was immer die Leute taten, ob es Meditation war, Zen oder Jogging, es diente als Katalysator, um diese Mainstream-Kultur zu überwinden, die den meisten als unmenschlich und kontrollierend erschien. Doch der Mainstream nimmt diese Gegenkultur nicht tatenlos hin. Stellvertretend wird LSD verteufelt. Die Medien stürzen sich auf einige spektakuläre Selbstmordfälle. 1966 ergeht in den USA ein Totalverbot. Illegale Anbieter übernehmen den Markt. Den größten Schaden hat die seriöse Forschung. Sie experimentiert seit den 50ern mit LSD in der Psychiatrie. Dort gilt es als Hoffnungsträger. Und wurde angewendet die ersten 10 Jahre mit Erfolg in der Psychiatrie bei Patienten, die nicht mehr ansprechbar waren. Dann unter LSD konnten sie widersprechen, sie wurden offen und sie konnten therapiert werden. Man konnte erfolgreiche Therapien machen. Und diese ganze schöne, wunderbare Entwicklung, die wurde unterbrochen dann mit einem Schlag durch die amerikanische Geschichte, diese Tragödie, wo man dann ein Verbot ausgesprochen hat, wie es für keine andere Substanz gibt. Herstellung, Besitz und Anwendung total verboten.